Und willkommen zu meinem neuen Video, heute zum Teil 10. Ich bin mir gerade unsicher, ob es Teil 10 ist, aber egal. Ja. Tut mir leid, dass ich letzte Woche kein Video aufgenommen habe. Das liegt daran, dass ich sehr viel an dem Projekt App gearbeitet habe. Das werdet ihr jetzt in diesem Video erfahren. Ja. Fangen wir jetzt mal an. Also, immer wenn ich das Spiel jetzt starte, seht ihr jetzt schon einmal, ja, das... Dieser Text da, der hat da nichts zu suchen. Und diese 3 und die 0, das ist ein kleiner Fehler von mir gewesen. Also ich werde das noch wegmachen. Ihr seht hier einmal dieses Herz und ihr seht einmal diesen Smaragd oder Diamanten oder Juwelen, was es auch immer ist. Das kann ich ja, wie gesagt, schon einteilen, das wird ja schon vom letzten Video. Ja, das Neue ist jetzt, dass in der Mitte die ganze Zeit die 3 hinterher schwebt. Das wird sich, wie gesagt, nochmal ändern. Die wird dann neben dem Herzen stehen. Hier ist nochmal diese Ratte. Die ist jetzt sozusagen dieser erste Gegner von dem Fuchs. Wenn der Fuchs da jetzt drauf springt, geht die Ratte kaputt. Das funktioniert noch nicht, aber das werde ich noch programmieren. Und wenn ich das nicht tue und die Ratte auf mich zurennt, verliere ich ein Leben und ich habe, wie gesagt, 3 Leben. Wenn diese 3 Leben weg sind, dann soll ein Menü erscheinen, nämlich das Menü, wo einmal draufsteht, Respawn oder Menü. Da bin ich gerade dabei zu arbeiten. Also, ja, ich habe jetzt hier die Lebensanzeige aber schon fertig. Also, wenn ich auf die Ratte draufspringe, ist, wie ihr seht, schon die Ratte weg, aber ich kriege noch einen Lebenabzug, das muss ich noch ändern. Ja, es wird aber immer passieren, dass sie weggeht. Das ist egal, ob ich von unten nach oben springe und die Ratte berühre oder von der Seite. Ja, das hat sich nicht verändert. Jetzt gerade passiert nichts, wenn die Zahl auf 0 steht. Wenn die Zahl auf 0 steht und hier immer noch eine Ratte liegen würde, stehen würde, dann würde ich nicht sterben, so, und dieses Endmenü würde nicht aufgeben, sondern wenn ich dann gegen diese Ratte laufen würde, würde dann eine Zahl im Minusbereich auftreten, nämlich minus 1 dann in diesem Fall. Also ich bin, egal ob ich jetzt eine 3 stehen habe oder nicht, unendlich, also ich lebe unendlich lang. Deswegen möchte ich das mal ändern, indem ich ein Menü aufbauen werde. Dieses Menü habe ich jetzt schon grobartig fertig gemacht, das Game Over Menü. Und das sieht bis jetzt so aus. Ich weiß, es sieht potthässlich aus. Soll sich noch ändern. Also im Hintergrund sollen noch ein paar, alle Spielfiguren sollen noch da sein und ganz viele Items. Also ihr kennt es ja von normalen Jump'n'Run Spielen. Diese Hintergründe, keine Ahnung. Das wird sich noch ändern. Das ist jetzt erstmal so 0815, ja, sage ich jetzt mal, anfangs ausprobiert Ding, weil wenn es jetzt nicht funktioniert und ich alles von vorne machen muss, ist sehr ärgerlich. Ja. Das, also ich glaube, mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß, dass sie sehr, sehr wenig aus, aber es war sehr, sehr viel Arbeit. Also, wenn ihr selber so ein Spiel programmiert, dann wird euch das auch, also dann würdet ihr es auch sehr merken, dass es sehr viel Arbeit ist, schon allein so eine Spielfigur zu programmieren, die läuft und alle Animationen hat. Ja. Falls ihr es noch nicht wisst, wenn ich dieses Projekt fertig habe, werde ich im nächsten Projekt, also ich werde noch ein Spiel programmieren, wenn das hier klappen soll. Dann werde ich euch wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie sowas geht. In diesem Video wollte ich, in diesem Projekt wollte ich das euch eigentlich auch zeigen, nur ich bin nicht dazu gekommen, weil das echt sehr, sehr komplex und aufwendig ist. Deswegen mache ich das erstmal nur für mich. Es wird auch, wenn ich jetzt das nächste Projekt starten werde, wenn ich dieses Projekt fertig habe, es wird sehr, sehr lange gehen, weil ich halt jeden Schritt machen werde und nicht ein paar Sachen selber machen werde, weil ich kenne das, wenn man dann irgendwie irgendwas, keine Ahnung, ich habe früher Minecraft gespielt, dann hat irgendein YouTuber irgendwie noch weitergebaut und dann bin ich überhaupt nicht hinterhergekommen. Also das wird bei mir dann nicht vorkommen. Ich werde dann wirklich gar nicht weiterarbeiten. Erst wenn ihr da seid oder ich das Video aufnehmen werde, werde ich dann wirklich dran weiterarbeiten. Genau.
Ja, ich werde auch Livestreams machen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr das ja dann in den Chat reinschreiben. Ich hoffe, dann schreibt doch jemand mal was in die Kommentare rein. Naja, aber das ist noch ganz weit hin und ganz weit weg. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon morgen, wenn mein Druckervideo rauskommt. Ja. Wie ihr das schon kennt, oben links könnt ihr einmal meinen Kanal abonnieren. Oben rechts findet ihr noch meine Playlist zu Ihres Gartenvideo. Guckt da gerne vorbei. Unten links findet ihr unsere Kochvideo, unser Herzstück. Und ganz unten rechts findet ihr einmal meine Videos über dem Projekt 3D-Drucker. Ich hoffe, ihr schaut vorbei. Ja. Tschüss. Ciao, Leute.